Nette. Wunderschön, oder? Ja, Wahnsinn. So nett. Einen schönen guten Morgen. Wir müssen jetzt ein bisschen lauter reden, ja, weil es heute windig ist. Wir haben so ziemlich die stürmischste Nacht, was jemals gegeben hat in unserer Campinggeschichte hinter uns. Bleibst du stehen? Ich will, dass du mal sehen kannst. Ja? Du hast dabei cooler, wir sind hinter Berg auch schon. Es war so stürmisch im Auto, es ist so der Wind gegangen, brutal. Es ist echt Wachs gewesen. Ja, es geht jetzt so voll der Wind. Ja, wo sind wir? Wir sind in Piemont, Provinz Cuneo. Valle war Reiter und sind gestartet in Monte Canale, Castel Delfino, und sind auf Monte Canale aufgestanden. Genau. Also wir sind in die Westalpen, ziemlich weit herunten. Es ist Fredo. Sehr. Es ist aber wolkenlos. Es ist so krass. Wir waren gestern am Brenner oben. Am Brenner oben da zu schneien, das war so heftig, einfach brutal. Also wir haben einen Euro reingeschalten. So eine Schneeflocke, ja, gibt es den ganzen Winter nicht mehr. Nein, es war so crazy. Wir sind dann runtergefahren, runter ist nur der Wind gegangen, aber ich dachte, ob das halt ein Tag wird. Ja, es wird ein Tag, das ist richtig cool. Und bei uns geht es geplant bis auf 3000 Meter auf. Drehkost ist, glaube ich, heißt es irgendwie da oben. Ob es so weit rauf geht, schauen wir mal in den Schnee. Wir haben zwar die Ausrüstung hinter, aber es hat echt da unten einiges geschnitten. Und von dem her werden wir halt nichts überstürzen für den ersten Tag. Schauen wir. Und wir haben ein Hotel gebucht, recht ein cooles, authentisches, weil man friert sich echt ein A ab darum. Es ist wirklich einfach Wachs. Und die nächsten Tage wird es ja ein bisschen besser werden. Genau, wird es besser. Wir sind jetzt da rund 10 Tage da unten. Ich und die Wicke. Der Lina weiß noch nicht, ob es nachkommt. Und es ist einfach wirklich, wirklich atemberaubend. Also wir waren jetzt schon relativ oft in diese Westalpen, einige Wochen in unserem Leben haben wir da hinten schon verbracht. Darin waren wir jetzt nie, weil ich war Reiter, weil ich mir die ganzen Geschichten haben wir schon angepickt und so. Werden wir vielleicht aber auch noch mitnehmen, ein bisschen was. Und da ist es wirklich cool. Ja, bei uns geht es jetzt da auf, weil hinten ist echt ein Schnee. Wiederum eine alte Militärstraße, oben runter, aber nicht die Befestigungsgeschichten, aber sehr moderat. Und sieht ganz cool aus. Da kämpfen wir uns jetzt auf. Sind wir bereit, oder? Ja. Auf geht's. Sehen wir schon wieder weiter rum und Sand der Sonne, es wird und wird nicht wärmer wegen dem Wind, aber die Kulisse ist atemberaubend da. Oh, wir sind gerade vor der Biausen, wir können sie verschlucken und der Wind ist so wachsen, ja, brutal. Also wenn wir jetzt da suchen müssen, ist die letzte Hitten ist auf knapp 2,5 herum. Und wenn wir jetzt echt suchen müssen, weil wir müssen jetzt schauen, wie wir weiter tun. Ich meine, man sieht das da ja nur ein bisschen beim Großfahren und so, aber hinter der Hitten im Schatten, da ist es gefühlt minus 200 Grad. Mhm. Im Portal. Der Wind, ja. Genau, alternativ können wir jetzt noch auf Belvedere rauf. Oder Bella Vista oder irgendwie heißt es da. Aussichtsplattform oder Punkt. Dann werden wir den halt nehmen und dann schauen wir weiter, wie es ist und geht. Auf jeden Fall sagen wir jetzt noch was dazu, weil ja, später wirst du es nicht mehr verstehen, wenn wir da draußen sind. Das auch. Genau. Wahrscheinlich, wenn wir ins Bein müssen. Ja. Schnackt der Ulle, Hust. Brutal, es kommt alles zusammen, das ist nervlich bedingt darum. Aha. Wir haben keine Corona, nein, sondern wir haben einfach nur einen Verkühlungshusten. Auf jeden Fall, da oben kann man hucken, das passt echt ganz gut dazu. Ist ja richtig nett da. Aber wie gesagt, woanders, wo der Wind geht. Boah. Ja. Na gut, dann lassen wir es uns schmecken, oder? Wie es ausschaut, wenn wir in so einem Gipfelsieg heute echt noch haben. Es hat keiner gemeint,
Ich hab's überhaupt nicht gemeint. Es geht kaum mehr Wind. Ja. Sau geil. Im Moment geht echt was kein Wind mehr. Wir geben jetzt noch Gas, wir fahren 10 Minuten oben. Wir haben uns schon vorbereitet, also alles angezogen. Helm oben, adjustiert schon voll. Und dann heißt es auf, Riegel. Wir haben es geschafft! Bam! Das war Wahnsinn. Ey. Ich hab's nicht mehr geglaubt, was ich da rumsag heute, kann mehr stimmen. Aber es ist Wahnsinn einfach. Jetzt dagegen kann man einen Banner schmecken, das ist Wahnsinn. Der kommt wieder rein, ja. Thank you.
Hätte man nicht gemeint, oder? Make-up und kein Make-up. Kein Make-up und Maske. Make-up. Maske machen wir meistens im Auto, wir machen viel im Auto. Wir schlafen im Auto mehr. Essen im Auto. Wir essen im Auto, los muss im Auto. Wir fahren im Auto. Auto. Wir fahren im Auto. Wir fahren im Auto, mit dem Radler im Auto. Ja, ja, alles im Auto. Und wir sitzen jetzt im Auto, weil draußen geht es schon wieder da. Wind. Und es ist schattig. Aber es war atemberaubend. Boah, krass. Es war so geil. Irre. Ja, und vor allem, es war ein S0-Trail von oben bis unten, oder? Ja. Also maximal so eine S2-Geschichte halt zwischendrin. Ja, war richtig Enduro. Also dazwischen einfach geil. Du hast mega. Und du hast jetzt über 2000 Höhenmeter oben stehen. So fühlst du dich so gut durchgelüft. Riechen, du hast noch gar nicht. Das ist echt total durchgelöst. Den ganzen Tag der Wind halt. Ja, aber so viel schwitzen wir auch nicht. Wiederholungsgefahr auf jeden Fall. Ja. Und echt crazy. Auf jeden Fall. Und gut, dass wir aufgekommen sind. Ach, Gott sei Dank. Ich hab's echt nicht mehr geglaubt. Ich bin da mental relativ schwach. Da müssen wir uns dann gegenseitig immer anträumen. Ich mir jetzt auch nicht mehr Lust, weil man doch tut. Den ganzen Tag hast du den Wind und es ist so hart erkämpft gewesen. Der Gipfel total. War total einfach. Der war echt geschenkt gewesen. Ja. Eigentlich, wenn kein Schnee und kein Wind und wärmer gewesen war. Gipfel hättest du mir ein E-Bike viel leider gehabt aufgefahren. Ja. Aber ich war dann immer nicht echt, die 10 Meter davon gibt, ich schaff's nicht mehr. Ja. Gott sei Dank hat er mich aufgebaut. Jetzt sind wir da. Ja. Fein ist. Wir sind wieder unten. Und wir fahren jetzt in die Unterkunft. Ja. Und dann gibt's. Schatz, wir da draußen das Stau noch mal dumm lassen. Ja, das die ist ja ganze wenig, Zeit. Aber nur wenig ist das. In der Nacht hat es Ast auf das Auto so gelassen. Wir sind da hinten gestanden, 5 Meter weiter.
die Ast hat so erlassen. Pladerl meine Schuhe hat. Ich habe meine Schuhe ausgestellt. In der Nacht, wie ich aus vom Auto, da sind die Schuhe hinter dem Auto gelegen und da eine Dockel bei meinen einkriegen. Unter dem Auto hast du die Schuhe übergehauen. Ich hab mich unter dem Auto rein, weil falls der Regen gekommen war. Ja, ja. Und ich hab dann gedacht, wow, in der Nacht war ich richtig satt, Stern fotografieren gehen. Mhm. Es war Sternenhimmel, du hättest die Kamera wahrscheinlich irgendwo niederschraufen müssen, weil da hättest du ein verwackeltes Büdel gekriegt, das ist brutal. Egal, cool war's. Ja. Wirklich cool. Auf jeden Fall cool. Jetzt geht's einmal auf, heiß duschen und was essen. Ja. Uns gefreut, dass du dabei warst. Sehr cool, ja. Genau. Immer wieder. Ja. Kommentare gerne da lassen, genau. Und weiterschauen. Und ja. Oh, den nächsten Tag geht's weiter, Prinz. Ja, jeden Tag gibt's jetzt was. Genau. 10 Tage Vollprogramm, 10 Tage, oder? Ja. Ja. Fast wie reich und schön. Ja, schön Chill, sind wir reich. Ein paar Chill-Hautstunden sind dann schon auch hoffentlich ja. dabei. Da mache ich dann Katzensur. Piep. Genau. Ja. Na gut. Macht danke, wenn ihr einen Daumen nach oben ja. da lasst. Kommentare könnt ihr auch natürlich da lassen. Und gerne. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.